Hey, ich möchte gerne eine kleine Geschichte aus meinem Leben mit dir teilen, die mir so, so viel Hoffnung geschenkt hat. Und vielleicht macht sie dir auch Mut. Ja, und also Hoffnung geschenkt und mir gezeigt, dass es wirklich sich auszahlt, im Hier und Jetzt zu sein, zu meditieren, bewusst zu sein. Und auf diesem Weg einfach zu sein. Ja, also. Und zwar, ich habe mich ja, wie gesagt, jetzt seit einiger Zeit wieder viel mit Buddhismus beschäftigt und die Achtsamkeit für den Augenblick und habe das auch in Thailand sehr, sehr viel praktiziert und möchte es auch natürlich weiter praktizieren. Ja, und was ist mir da passiert? Und zwar, ich war ja in Thailand und habe beschlossen, dass ich erstmal nicht zurückkommen will in die Stadt und habe da meine Wohnung untervermietet. Das habe ich so, das war so Mitte der Reise und da waren so drei indische Anfang 20er, die waren so mit die einzigen, die sich gemeldet hatten. Und ich hatte eigentlich bei denen nicht so ein gutes Gefühl und habe sie aber trotzdem genommen, weil ich dachte so, oh, jetzt ich brauche das Geld, ich will jetzt nicht irgendwie die Miete da trotzdem zahlen müssen und so. Ja. Und habe das dann an die vermietet und 4 Tage bevor sie einziehen sollten, haben sie mir abgesagt. Puh. Ich saß vor dieser Nachricht und ja, war erstmal okay. Aber ich war schon im ersten Moment irgendwie erstaunt, dass ich nicht so, dass es mich nicht so schockiert hat wie früher. Ja, dass ich war wahrscheinlich auch, weil ich dieses schlechte Gefühl schon vorher hatte, war ich wahrscheinlich schon innerlich so ein bisschen darauf vorbereitet. Das ungute Gefühl war einfach irgendwie so, ja, so drei so junge Menschen in meiner Wohnung und die hatten auch irgendwas von Party geschrieben und so und es ist eigentlich so ein ruhiges Haus und naja, aber auf jeden Fall, ja, haben sie dann abgesagt und ich habe dann nur so gedacht, okay, ich gehe wie immer davon aus, alles passiert aus Liebe, auch wenn ich das gerade nicht verstehe. Und ich verfalle jetzt nicht in Panik, sondern ich habe dann einfach die Anzeige wieder online geschaltet für die Wohnung. Und ja, das habe ich gemacht. Dann, das war so morgens, wo ich da im Internet war. Und dann, ja, verging so der Tag. Ich habe dann schon immer wieder dran gedacht und habe so gemerkt, wie das so aufstieg. Aber nicht so, es hat mich nicht so ergriffen und so, oh Gott, und schrecklich und Existenzangst und ja, was früher sonst aufgetreten wäre bei mir. Ich habe dann schon irgendwie so überlegt, schreibe ich denen jetzt irgendeine böse Nachricht, wie sie das denn machen können und dass sie ihr Karma versauen und so. Und dann habe ich überlegt, ja, oder frage ich sie, ob sie die Hälfte der ersten Miete bezahlen und weil, warum soll ich denn, also so, ja. Weil ich da jetzt irgendwie dastehe mit der Miete, so, ne? Und dann habe ich aber gemerkt, so, nee, ich habe keine Lust, da irgendeine Energie reinzustecken. Da ist wahrscheinlich eh nicht viel zu holen. Und es wär verschwendete Energie, wenn ich da irgendwas in der Richtung machen würde. Das heißt, ich habe das komplett gekappt. Ich habe einfach das so akzeptiert. Und so. Dann bin ich am frühen Abend wieder ins Internet, weil ich schon so dachte, okay, ich guck mal, was ich noch so tun kann. Und ja, dann hatte ich halt eine Nachricht von einem Pärchen, die geschrieben haben, oh, sie finden die Wohnung total toll und ihnen wurde gerade abgesagt und ob wir nicht skypen wollen. Und die Nachricht las ich schon mal sehr, sehr sympathisch. Und dann habe ich geschrieben, ja, wir können gerne skypen. Und ja, eine halbe Stunde später haben wir geskypt. Die sind mega sympathisch.
mega, mega sympathisch und haben sozusagen dasselbe Schicksal wie ich. Also mir wurde kurzfristig abgesagt, denen wurde kurzfristig abgesagt. Und ja, jetzt haben wir uns gefunden. Und innerhalb von kürzester Zeit, also ich glaube, das war so eine Zeitspanne von 6-7 Stunden, hat sich das ganze Thema total gewandelt. Und ich weiß, vor 1-2 Jahren wäre das noch ganz anders verlaufen. Es wäre viel dramatischer gewesen. Ich hätte mich viel mehr reingesteigert. Und jetzt war es einfach so ein Geschenk. Ich war so klar und in der Ruhe und bin bei mir geblieben. Und wirklich dieser Gedanke, alles passiert aus Liebe, hat mir sehr weitergeholfen, also hat mich da sehr durchgetragen. Und ich bin jetzt total glücklich, dass ich diese anderen Untermieter gefunden habe. Und ein anderes schönes Learning dabei ist, dass es auch okay war, dass ich am Anfang aus Geldgründen die anderen angenommen habe. Weil wenn ich die nicht angenommen hätte und die nicht so spontan abgesagt hätten, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht an die neuen, auf die neuen gestoßen. Ja, also es war alles in Ordnung. Ich war genau richtig in jedem Moment, auch aus welchen Beweggründen auch immer ich die Entscheidung getroffen habe. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte, was ja einfach so alles passiert aus Liebe und triff die Entscheidungen so, wie du es jetzt gerade kannst. Und das ist immer richtig. Und du kannst im nächsten Moment das wieder anders entscheiden. Ja, wenn du dich ich entwickle mich ja immer weiter und dann entscheide ich halt Jahre später Dinge ganz anders, weil ich einfach schon mehr Wissen und mehr Erfahrung habe. Aber in dem Moment jetzt ist es halt so, wie es jetzt ist. Auch wenn ich manchmal woanders wäre. Ja. Und was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, also es ist einmal jetzt hier diese Geschichte so als Beispiel, ja. Ich möchte aber trotzdem auch sagen, also es gibt auch andere Themen, die mich beschäftigen schon seit Jahren, Jahrzehnten und die noch keine Lösung haben, wo ich nicht diese tolle Lösung irgendwie für habe. Und weil mir ist wichtig, dass ihr nicht denkt, irgendwie so bei mir ist alles immer super duper so. Ne? Es war jetzt dieses eine Erlebnis, was mich auch wirklich sehr nährt und trägt und was mir Hoffnung schenkt und wo ich wieder ein klares Zeichen bekommen habe, dass ich auf meinem Weg richtig bin und gut unterwegs bin und dass es wirklich sich auszahlt, die Meditation, die Achtsamkeit für den Moment und nicht so tief einzusteigen in die Gefühle und Ängste, die da so auftauchen. Ja. Ich glaube, dabei lasse ich es. Wenn du Lust hast, das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden, wenn du Lust hast, gemeinsam zu meditieren, in die Meditation kennenzulernen und einzusteigen, dann empfehle ich dir sehr unser Meditationsretreat von der The Rising Sangha. Und die Infos findest du unten in der Infobox. Und ja, ich freue mich, wenn ich viele von euch da sehe, treffe. Viele ist gut, wir haben 10 Plätze, also wenn du dir sicher bist, dass du dabei sein willst, dann melde dich bei uns. Und ja, ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe und bis bald. Ciao.